Eine Reise, die über Worte hinausgeht, Zeit. Seid aufs Neue gegrüßt, ich bin Joshua. Ich komme heute, um mit euch noch weiter über einen Kurs in Wundern zu sprechen. Erinnere dich an die anfängliche Mahnung, die ich dir gab. Ein Kurs in Wundern ist kein Kurs, der zu lernen ist. Es ist ein Kurs, der zu leben ist. Es ist kein Kurs über Vorstellungen, die gemeistert oder verstanden werden müssen. Die Ideen dienen nur dazu, dir zu helfen, über sie hinauszugehen. Im Hinausgehen über die Ideen bewegst du dich weiter auf die Ebene der Erfahrung. Denke immer daran, schätze niemals die Ideen, die ich dir zu geben scheine. Schätze niemals die Reaktionen, die du zu bekommen scheinst, wenn du diese Worte liest, die ich dir anbiete. Unlängst sprach ich mit dir über Wertschätzung. Wir sprachen über Wertschätzung, was sie war, was sie bedeutete. Und darüber, dass Wertschätzung eine Konstruktion deines Egos ist. Es ist die Form, die du benutzt, um dein Selbstkonzept zu definieren, deine Überzeugungen darüber, wer du bist. Jedes Mal, wenn du irgendetwas wertschätzt, was eine Form hat, von dieser Welt ist oder deinen Körper betrifft, schätzt du etwas, das sterben wird. Dadurch forderst du, dass du dahin scheiden und dass du sterben sollst. Ich sagte bereits vorher, hier irgendetwas wertzuschätzen heißt, an deinen eigenen Tod zu glauben. Ich sage dir immer und immer wieder, im Reich Gottes gibt es keinen Tod. Es gibt keinen Konflikt, es gibt keinen Schmerz. Es gibt nur Frieden und Freude für immer und ewig. Und es ist der für immer und ewig Teil, über den ich heute mit dir sprechen will. Denn ohne dass du das immer weißt, ist einer der bedeutendsten Werte, den du deinem Leben auf dieser Erde zuschreibst, der Wert der Zeit. Ich sagte in der Lektion, wenn du etwas wählst, was nicht ewig dauern wird, hast du etwas Wertloses gewählt. In Klammern 27. Und ich sage dir, Zeit wird nicht ewig dauern. Das kann aussehen wie ein schwieriges Konzept, denn Zeit scheint etwas von deiner Welt Unabhängiges zu sein, etwas, das einfach fließt, einfach nur da ist und da sein wird, ob deine Welt physisch existiert oder nicht. Ich sage dir, das ist nicht so. Das, was du als Zeit wahrnimmst, was du als Zeit schätzt, ist wirklich nur eine weitere Erscheinung der Form selbst. Wie du die physische Welt geschaffen hast, die eine Illusion ist, wie du deinen Körper geschaffen hast, der eine Illusion ist, wie du deine eigenen Gedanken geschaffen hast, die nach wie vor auch Illusionen sind, ebenso hast du die Zeit erschaffen, die auch eine Illusion ist. Denke eine Weile über deinen Schmerz und deine Angst nach. Effektiv gibt es all deinen Schmerz und all deine Angst nur deshalb, weil du der Zeit Wert beimisst. Was du schließlich tust, ist zu sagen, ich wähle nicht das wertzuschätzen, was ich in diesem Moment erfahre. Ich will lieber dem Wert geben, was ich eine Erinnerung an die Vergangenheit nenne. Oder noch üblicher dem, was ich in Zukunft erwarte. Faktisch jedes Mal, wenn du dich selbst fesselst oder einengst, geschieht das wegen einer vorgestellten Angst, was deine Zukunft für dich bereithält. In der Lektion, die du vielleicht heute übtest, wenn ich mich verteidige, werde ich angegriffen, Lektion 135, habe ich zu verdeutlichen versucht, dass Zeit und der Glaube an die Zeit einer der Hauptabwehrmechanismen ist, die du erzeugst und mit denen du angreifst. Natürlich verschafft dir ein Angriff auf dich selbst Schmerz und Konflikt oder Unzufriedenheit. Sie sind alle dasselbe. Zu versuchen, für die Zukunft zu planen, und dazu gehört auch das Organisieren dieses Tages, ist eine Abwehr, ist letztendlich ein Angriff auf dein Selbst. Das wird dir Kummer bereiten und die Abwesenheit von Frieden zur Folge haben.
Warum ist das so? Könntest du fragen. Wenn du für die Zukunft planst, denke daran, was du tatsächlich tust. Du sagst innerhalb deiner Gedanken, was gibt es, dass ich das Ego nicht jetzt, sondern irgendwann in der Zukunft erfahren will? Dann versuchst du, die folgenden Augenblicke zu strukturieren, von denen ebenfalls alle in der Zukunft liegen. Somit beinhalten die Augenblicke in der entfernteren Zukunft das, was dich glücklich zu machen scheint. In diesem Zusammenhang scheint Glücklichsein zu bedeuten, das zu erfahren, was du erfahren wolltest. Ist es nicht so, dass sogar während du das erfährst, was du dir wünschtest, es das innere Wissen darüber gibt, dass auch dieses vorübergehen wird? Das muss schließlich zur Frustration führen und zu einer damit verbundenen Traurigkeit. Was ist geschehen? Was du getan hast, ist, etwas in der Zukunft wertzuschätzen. Und du, der Sohn Gottes, frei von Konflikt, frei von Schmerz, frei von Krankheit, frei von jeglichen Einschränkungen, frei von deinem Körper, frei von deinen Gedanken und frei von Zeit, existiert nicht in der Zukunft. Ich teilte dir mit, dass eine deiner bedeutendsten Blockaden das Konzept deiner selbst ist. Die Gedanken, die du darüber gebildet hast, wer du bist. Die Vorstellungen darüber, was du bist, basieren auf dem, was du Vergangenheit nennst. In deinen Plänen für die Zukunft ist das, was du tatsächlich tust, der Versuch, das gleiche Selbstkonzept zu erschaffen, sodass du an einem Punkt, der noch nicht gekommen ist, ein besonderes, anscheinend erwünschtes Gefühl darüber haben willst, wer du bist. Doch innerhalb deines Seins, innerhalb deines Wissens, innerhalb der Bewusstheit deines einen Selbst weißt du immer, dass alles, einschließlich dieses Konzeptes darüber, wer du bist, sterben wird. Erinnere dich. Durch dein Wertschätzen betest du deinen eigenen Tod an und erzeugst ihn. In deiner Wertschätzung der Zukunft, die nicht dein Selbst und nicht von Gott ist und nicht vom Sohn Gottes ist. In deiner Wertschätzung der Zukunft blickst du auf dein Konzept, das vielleicht überhaupt nicht zur Entfaltung kommen und sollte es Gestalt gewinnen, sterben wird. Innerhalb eines solchen Rahmens kannst du niemals zufrieden sein. Was erschafft all das für dich? Deine Wertschätzung der Zeit. Zeit ist für viele von euch sogar eine noch blendendere Illusion als Krankheit. Denn im Allgemeinen ist Krankheit nicht subtil. Wenn du Kopfschmerzen hast, wenn du hustest, wenn du deinen Fuß verletzt, bist du dir im selben Moment darüber im Klaren. In dem Maß, in dem du erkennst, dass in deinem Leben alles friedvoll sein sollte, weißt du sofort, wenn du krank bist, dass etwas schiefgegangen ist. Ach, aber die Zeit. Zeit ist ein viel raffinierterer Herrscher. Tatsächlich so raffiniert, dass wenn ich zu dir sage, die Zeit selbst existiert nicht, es sogar schwer für dich ist zu glauben, dass meine Worte wahr sind. Wenn ich sage, dass es möglich ist, dass du geheilt wirst, weil Krankheit eine Illusion ist und jede Krankheit von einem leichten Schnupfen bis zum schlimmsten Krebs innerhalb eines Augenzwinkerns verschwinden kann, gibt es etwas in dir, das im Allgemeinen sagen wird, gut, ja, ich glaube, dass das wahr sein könnte. Auch wenn du nicht fühlst oder glaubst, dass du ein solches Geschehnis in deinem eigenen Leben bewirken kannst. Wenn ich zu dir sage, wie ich es jetzt gerade tue, dass die Zeit die blendendere Illusion ist, sogar eine stärkere als deine eigene Krankheit, sage ich, dass du, um frei zu sein, dich von der Zeit befreien musst. Und sogar von dem Glauben, dass sie existiert. Wenn ich allen Ernstes zu dir sage, mache dir keine Gedanken über morgen, mache dir keine Gedanken über die nächsten Stunde, mache dir keine Gedanken über die nächsten Minuten. Wahrhaftig fühlen die meisten von euch ein Festhalten innerhalb des Herzens.
Und woher dieses Klammern rührt, ist deine Überzeugung, dass du wirklich, wenn du dir keine Gedanken über morgen machtest, wenn du dir keine Gedanken über diesen Augenblick hinaus machtest, mit Sicherheit sterben würdest. Das ist wahrhaftig der Beweis für deine Wertschätzung. Verstehst du? Wenn du glaubst, dass du nicht existieren kannst, sofern du deine Zukunft nicht geplant hast, bist du das Opfer deiner eigenen Gedanken durch deine eigene Wahl. Ich sage dir, Gott hat die Zeit nicht erschaffen. Gott kennt keine Zeit. Denn was Gott will, das ist. Was Gott sich vorstellt, das ist. Und deine Existenz als der Sohn Gottes ist. Und deine Freiheit ist. Und deine Gesundheit ist. Und deine Macht über deine eigene Existenz ist. Wenn ich sage ist, meine ich damit unmissverständlich jetzt. Zu denken, dass es irgendetwas von Gott gibt, was Gott irgendwie nicht bis morgen erschaffen könnte, ist eine derartige Begrenzung Gottes, dass du sicherlich lachtest, als ich das sagte. Ich sage dir jetzt, du bist nicht weniger begrenzt als Gott selbst. Denn was du geruhst zu wählen, um zu sein, das ist. Was du dir in deiner Fantasie vorstellst, das ist. Und was du dir vorgestellt hast, das ist eine Welt der Erscheinungen und der Zeit. Du nahmst also deinen Geist, frei wie der Wind, frei durch die gesamte Existenz zu tanzen, unbegrenzt durch Raum und Zeit, unbegrenzt durch irgendetwas, was du dir vorstellen kannst. Du hast diese Freiheit genommen und in deinem Spielen, damit hast du dir vorgestellt, dass sie nicht existiert. Worum es in diesem Kurs geht, ist deine kommende Erkenntnis, dass du frei bist. Wirklich, es könnte in diesem Moment sein, wenn du dich dem Wissen öffnen könntest, von dem ich soeben sprach. Denke daher oft über Zeit nach und den Wert, den du ihr einräumst. Und dass, wenn du den nächsten Augenblick fürchtest, du zu sterben wünschst. Später werden wir in diesem Kurs ausführlich über den heiligen Augenblick sprechen. Alles, was der heilige Augenblick ist, ist der Zustand, den du erreichen wirst, um darin zu leben, wenn deine Vergebung die Zeit umfasst. Und deine Vergebung ist, wie ich sagte, deine Erkenntnis, dass nichts von dieser Welt schätzenswert ist. Keine ihrer Erscheinungen und besonders nicht die Zeit. Es ist sehr wichtig in diesem Kurs, dass du das, worüber ich heute sprach, erfährst. Unwichtig auf welcher Ebene. Die Idee, dass Zeit nicht existiert, ob du es in deinem Denken glaubst oder nicht, wird dir überhaupt nichts nützen. Doch wenn du innerhalb deines Seins für einen Moment fühlen kannst, dass dein Glaube an Zeit nur deinen eigenen Tod erzeugt und deinen Wunsch zu sterben, wenn du für einen Moment sagen kannst, das ist aber nicht meine Natur als der Sohn Gottes, dann wirst du dich 1000 Jahre näher zu deiner Freiheit hinbewegen. Wenn du innerhalb deines Seins einen großen Augenblick vollkommener Freiheit jeden Glaubens an Zeit hast, dann könntest du diese Erde verlassen. Du müsstest niemals für eine ihrer Lektionen zurückkehren. Denn die Lektion über die Wertschätzung der Zeit, über die Illusion, die sie beinhaltet, ist eine der größten, die du während deines Aufenthalts auf dieser Erde zu lernen hast. All diese Erscheinungen, alles, was du deinen Körper nennst, alles, was du tust, um deinen Körper zu schützen, ob es für eine Bequemlichkeit ist, oder ob ihn von Krankheit zu bewahren, ist Illusion. Es hat überhaupt keinen Wert. Der Glaube, dass du als der Sohn Gottes nicht vollständig bist, jetzt, dass du nicht voller Freude sein kannst, jetzt, dass es irgendeine Begrenzung gibt, die du nicht überwinden kannst, jetzt, all dieses ist die große Illusion der Zeit. Die Zeit wird vorübergehen. Die Zeit hat überhaupt keinen Wert für dich als den Sohn Gottes. Höre mir sehr genau zu. Du bist frei. Du bist unbegrenzt, ungehindert. Alles, was du bist, ist Frieden und Freude und Liebe.
Nichts von dem, was du bist, versteht Raum oder Form oder Zeit. Und indem du aufhörst, Raum wertzuschätzen und insbesondere Zeit, indem du in dir selbst und anderen den Glauben an Raum und Zeit vergibst, wirst du wahrhaft frei werden. Seid alle gesegnet, das ist alles.